Jungen Tänzern rate ich, geht eurer Leidenschaft nach. Es wird eine schwierige Zeit, glaube ich. Es ist überhaupt in der Kunst wird es eher schwieriger wahrscheinlich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man seine Leidenschaft lebt. Sucht nach Möglichkeiten, dass ihr die Leidenschaft leben könnt, wenn ihr jung seid. Und es gibt halt, denkt nicht dran, dass ihr gleich berühmt werden müsst. Geht dem nach. Und ich glaube auch, dass je mehr es gibt, desto kraftvoller wird diese Energie. Und ich glaube auch, dass das einen Einfluss hat, wenn man von Basel gesprochen hat, auf eine Stadt, auf eine Umgebung, auf ein Land. Vielleicht sogar im weitesten Sinn Politik, das ist ein bisschen idealisiert. Aber ich glaube, wenn man das macht, wo man die Leidenschaft spürt, dann beeinflusst das eine Umgebung, seine Umgebung. Wir zum Beispiel haben unser Schulprojekt, die Minimir. Und da sieht man, was man bewirken kann, wenn man seine Leidenschaft lebt und sie auch weitergibt.